Was geht, Leute? Mein Name ist Aaron Fox und willkommen zur nächsten Folge von Wrath of the Oblivion Afterlife Folge 18. 18 haben wir jetzt schon geschafft und wir sind jetzt wirklich, 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 unzulügen, kurz vorm Ende. Die letzten Male noch bei der kruden Tante vorbeischauen und sie dann ein für alle Male mal aus dieser Welt, aus unserer Welt, ne, eigentlich sind wir in ihrer Welt, egal, verbannen und dann nie wieder was von dieser kruden Tante sehen. Diese Gemäuer, diese Gebäude ein letztes Mal besuchen und vielleicht auch Adam nochmal den Stinkefinger zeigen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Let's fucking do this. So. Gut, 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 gut. Sind wir auch im richtigen? Ah ja, okay. So, jetzt sehe ich auch das Spiel. Ah, noch das Kabel noch zurecht zucken und gleich mal laden. 85%. Ah, wo ist er? Wo ist das Loch? So. Okay. You must destroy her fetters to be able to defeat her. Ja. Also theoretisch hätte ich mal wirklich der Story zugeschaut, dann hätte ich auch von vorn im Vorfeld schon wissen können, wie es hier weitergeht. Ich meine, wahrscheinlich habt ihr es auch mehr auf dem Schirm als ich. Ich hab's nämlich gar nicht auf dem Schirm. Aber Fakt ist, Leute. Bin ja gespannt, inwiefern meine Einschätzung, welche Clans noch kommen, am Ende passt. Ja, wie viele wurden announced? Sind alle oder kommen noch welche dazu? Wie viele sind es bei Bloodlines 1? Waren es 7 oder so? Und 13, was, soweit ich mich erinnern kann, gibt es doch insgesamt. Richtig? Laut Lore. Wir haben ja hier gewisse Dinge, die Cassandra gehört haben. Eins war die Uhr. Dann der Vertrag, der sie dann quasi hier in das Business gebracht hat. Und dann noch irgendetwas. Was war's? Wir haben ja diese drei Sachen gebraucht, um in den Sicherheitsraum runter zu dürfen, zu können. Um sie quasi zu befreien. Ja. Und diese zwei, die Feathers, die sie quasi in diese Welt festhält, die müssen wir zerstören, die müssen wir verbrennen. Eins in den Kasten und eins in den Kamin. Deswegen haben wir zwei Gegenden, wo sie quasi herumstreunert. Und da müssen wir jetzt hin. Wir haben einmal den Path hierhin und einmal Adams Haus. Und wie gesagt, mir fehlt ja eine Sache. So, die Frage ist, mit was fangen wir an? Wir gehen nochmal in den Seancen-Raum. Ich will kurz gucken, ob wir auch alles haben von Cassandra. Sehen wir das überhaupt hier? Nee, sieht man doch, glaube ich, gar nicht hier. Rachel, ach nee, das sind nur die Notizen. Die Gegenstände sieht man hier gar nicht. Ja, toll, danke. Danke für nichts. Es wurde gesagt, 4 Clans zu Beginn. Einer kommt per DLC nach und ein weiterer in einem Standalone-DLC und dass manche Clans Spielern des ersten Teils bekannt sind, aber dass auch Überraschungen kommen. Oh, und Überraschungen. Ja, Bloodlines hat 7 von insgesamt 13 Clans. Haha, siehste, ich habe gut zugehört. Ich höre auch manchmal zu, was ihr mir sagt. Manche Dinge vergesse ich halt nicht. Und zahlen kann ich. Auch zählen manchmal. Rechnen auch manchmal. Aber nun denn. Also ich würde sagen, oh Gott. Eins von beiden müssen wir jetzt hin. Machen wir gleich das Schlimme vorweg? Ja, okay, das Schlimme vorweg. Okay. Ich versuche, bodenständig zu bleiben. Ich werde keine Panik haben. Chuck Norris-mäßig. Wenn wir da durchgehen, wie ein richtiger Eisbär-Welpe. Das sind bestimmt auch richtige, harte Welpen. Die müssen gleich zu Beginn lernen, wie sie mit der Natur umgehen. Puh, okay. Außerdem habe ich gemerkt,
Wenn wir da reingehen und die gute Tante kommt, wir können uns verstecken. Seid ihr bereit? Schreien wir ein Mädchen in 3, 2, 1. Ah! Eieieiei! Oh, wie dunkel! Ich hasse Dunkelheit! Ich hasse Dunkelheit! Okay. Ah, ich hasse es! Habe ich schon gesagt, dass ich es hasse? Und vor allem können wir sie blitzdingsen. Das ist auch eine ganz gute Info zu wissen, dass wenn die gute Tante kommt, dass wir sie blitzdingsen können. Oh, da ist sie. Okay, wir verstecken uns einfach mal. Oh, ich höre sie schon. Okay. Scheiße! Bitte was? Die hat mich nur angeschrien und ich bin gestorben. Ich glaube, ich bin noch. Markkind? Ich glaube, ich bin noch nie so schnell gestorben wie jetzt gerade eben, oder? Kacke! Aber nun denn, ich weiß, ich darf schreien. Sie hören mich nicht. Freischein, ich darf schreien, wie ich möchte. Alles ist gut. Und ich will verdammt nochmal jetzt da rein. Ach, ich habe 2 Hände! I see something in Mr. Miller's photographs. Something almost. Huch, ein. Aus dem Bloodline-Setup würde ich persönlich haben sie dich schwierig rausgekickt. AK Amalkaviana und Nosferatu und ich würde vermuten auf Broja. Toreador, Ventru und Tremere eingedampft. Dabei könnte ich mir dann vorstellen, dass entweder Toreador oder Ventru rausgenommen wurden, weil die beide sehr gesellschaftlich aufgestellt sind. Dafür fehlt aber was Schleichendes, was eventuell durch Assamiten oder Ravnos ersetzt wird. Ja, klar, Wolf. Erzähl halt irgendwie was richtig Spannendes, während ich mich nicht konzentrieren kann. Super, Daumen nach oben für dich. Die geht sogar. Oh ja, die will sowas von mein Höschen haben. So, jetzt, ich will ja das, ich möchte ja da auch ein bisschen mitfolgen. Was hast du gesagt? Aus dem Blatt-Einsider würde ich persönlich vermuten, haben sie die Schwierigen rausgekickt. Nein! Die Malkaviana und Nosferatus. Ich habe Tränen in den Augen. Und Nosferatu, ich würde vermuten, auf Bruja Toreador, Ventrue und Tremere eingedampft. Dabei könnte ich mir dann vorstellen, dass entweder Toreador oder Ventrue rausgenommen wurden. Nein! Weil die beiden sehr gesellschaftlich aufgestellt sind. Dafür fehlt aber was Schleichendes. Was eventuell durch Assamiten oder Ravnos ersetzt werden. Ja, keine Ahnung, was das ist. Die Malkavianer könnte ich mir gut vorstellen, dass die der Standalone-DLC sind. Oh, nein, die Malkavianer gehören dazu. Die Welt braucht Psychos wie mich. Oh Gott. Okay.
So, scheinbar ist hier irgendwo eine krude Notiz, die ich letztes Mal nicht mitgenommen habe. Da war Pathos. Pathos aber sowas von uninteressant. Ah! Oh Mann, krude Wand. Krude Wand. Hier? Oh, bitte. Bitte sag mir nicht, dass da keine Notiz rum... Oder werden die prozedural verteilt? Nee, das kann nicht sein. Wir haben das Objekt und wir brauchen jetzt noch Reliktkastenpuzzle-Notiz. Oh Mann! Da ist sie! Sag dich doch! Das ergibt keinen Sinn, natürlich gibt es keinen Sinn, dass ich das nicht gefunden habe. Wer guckt denn da in die Ecke? Ich habe es immer und immer wieder versucht, wie er es gesagt hat. Rechts, links, vorne, links, oben. Nichts passiert. Vielleicht gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die mir nicht klar sind. Der Aufwand, der im ersten Teil betrieben wurde für die Malkavianer, nur für den einen Clan, könnte ich mir gut vorstellen, dass die keine Option im Hauptgame sind aus Kostengründen. Aus Kostengründen. Was? Aber ein Extraaufwand, der im ersten Teil... Ja, komm, der Extraaufwand. Also komm, aber heutzutage muss der Extraaufwand jetzt ja nicht so viel Geschäft machen. Ich meine... Gut, man kann sich's auch einfach machen. Ja, ich find's trotzdem blöd. Also gut, vielleicht liegt's dran, weil ich mich halt ein bisschen verkörpere mit dem Malkavianer, aber ich... weiß ich nicht. Das würde fehlen irgendwie. Ich mach doch auch kein Harry Potter Spiel ohne Harry. Versteht ihr, was ich meine? Okay, also, Deckel auf, das Nei, Deckel zu, ich halte die Taschenlampe bei mir, ich traue der Kuhn-Tante nicht, die könnte jederzeit auftauchen. Was war's? Rechts, links. Ist halt soweit auch nur meine persönliche Einschätzung. Ja, das stimmt auch wieder. Einschaltungszeichen. Vorne. Fuck, jetzt habe ich dreimal gedrückt. Okay, nochmal. Rechts. Links. Vorne. Links. Oben. Mann. Rechts. Oh. Ah, Mann! Immer zweimal. Rechts. Links. Vorne. Links. So! There's one more to go before you can return to the basement. Hammer's? Okay, das ist weg. Okay, wir müssen jetzt wieder raus hier. Nummer 1 haben wir. Jetzt müssen wir wieder zur Feuerstelle. Es ist auch wieder hell. Nein, ist es nicht! Ist es nicht! Es ist nicht hell! Okay, hier ist die Tür auf. Warum gehe ich hier rein? Kann mir das jemand erklären? Warum gehe ich hier rein? Brauche ich hier noch irgendetwas? Eieiei. Oh oh. Weil du die Dunkelheit magst. Ha, sei ruhig. Seien Sie ruhig. Ich habe mehr Angst vor der Stimme. Als vor auf das, was mich... Ellens Brief.
Och man, so viel Text, ich hab doch keine Zeit. Also hier ist es, das Drehbuch zu Terminal des Schiffes. Ich finde hier schon eine letzte Quelle gefahren, ein bisschen gefehlt, weg, aber ein bisschen wie die heute am Computer zu Hause, die Kamera, aber da hat mir genug gesehen. Fürchte dich vor mir, D. Ja. Definitiv. Definitiv, Edith. Oje, oje. Bitte was? Oh. Oh, Licht ist da. Oh, Freiheit. Oh Gott. Oh, ich liebe Freiheit. Oh. Jetzt muss ich hier runterfallen. Wir wissen, was passiert, wenn wir da runterfallen. Irgendwo werden wir begraben und dann passieren Dinge. Oh, die Tür ist auf. Die Tür ist auf. Geh auf. Und jetzt heraus hier. Und jetzt raus hier. Können wir hier rein? Nein, okay, hier raus. Raus, 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 raus. Raus, 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 Maus, Haus. Okay, du. Und die Gottes Willen. Du bist doch eh schon tot. Sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig. Hui. Oh, Freiheit. Oh, gut. Ich komme hier lebend raus, das sage ich euch. Und wenn es das Letzte ist, was ich hier tun werde. Ich werde Wrath the Oblivion Afterlife meistern. Wie kein Bester. Wird jetzt erstmal gespeichert. Niemals. Das Mikrofon kratzt mich irgendwie. Das nervt mich auch. Niemals. Ludwig. Okay. So, den ersten Part haben wir. Wir müssen jetzt runter zu Adams Haus. Wie kommen wir da nochmal hin? Ich vergesse doch immer alles so schnell. Ich schätze mal hier. Ah ja, okay, ich hab's wieder. Ich hab's wieder. Hier speichern wir auch nochmal. Puh. Speichern. Okay. So, wir müssen jetzt wieder zur Fireplace. Da wäre es ja schlau, nicht diesen Weg zu nehmen, weil der halt einmal außen rumläuft. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen lieber den anderen Weg, um zu Adams Place zu kommen. Adams Place. Und zwar hier entlang. Ich nehme mal was zum Ablenken mit. Ablenken ist gut. Hier auf die Hand. So. Okay. Wie machen wir das am geschicktesten? Okay, okay, bevor wir jetzt da reingehen, das muss jetzt alles schnell gehen, weil halt so halt. Wie gesagt, ich habe mich ja schon ein bisschen spoilern lassen, es tut mir leid, Leute. Aber das, Leute, ich wäre niemals drauf gekommen, wie es hier weitergeht, niemals. Das hätte ewig gedauert, das hätte mindestens 5, 6 Folgen noch gegeben und ich wäre nicht auf dieses Ding gekommen. Wir müssen jetzt quasi diesen Kamin befeuern, aber der geht ja nicht an. Wir drücken ja ständig auf den Knopf und es passiert nichts. Warum? Weil der abgestellt ist und den müssen wir anmachen. Und den Schlüssel, um das anzumachen, ist an einer ganz blöden Stelle versteckt. Auf die ich niemals gekommen wäre. Da werden wir. Oder da werde ich jetzt hingehen. Das Ding so gut wie möglich borgen. Bei der Macht von Grayskull. Boah, wünscht mir Glück. Okay, ich habe hier eine Flasche. Dann kann ich sie ein bisschen ablenken. Okay, los. Lauf, Fuchs. Lauf. Ich höre sie. Oh Gott, du Kleine! Bitch, wollte ich sagen. Du kleine Bitch.
Na, da wär's doch wieder, wär's da doch besser, den anderen wegzunehmen. Oh Gott, ey. Just one more fetter to go, Ed. Ja, noch ein einzige. Ich weiß. Okay. Kilt. Wolf. Also ich es bloß nicht vergesse. Ich bin da ehrlich. Wenn ich gestorben bin, dann bin Kilt. Ich gestorben. So. Okay. Und rein. Ich kann es ja auch mal mit Schleichen versuchen. Bevor ich da so rumtrampel ständig. Ganz leise. Du auch. Köche. Ich höre sie immer noch. Oh Mann, die ist in diesem Raum. Und da muss ich rein. Boah, die ist so hasserfüllt. Die spürt mein Höschen. Die will sowas von an mein Höschen. Die sind so schön warm. Oh, Dreck, ey. Arad Steinschalosch! Da, seht ihr das? Da blinkt was. Komm ich da hin? Oh, oh. Oh fuck, die ist neben mir. Die ist sowas von neben mir. Oh, oh, da ist sie. Oh Gott. Da ist es. Gut, das hätte man wirklich sehen können, weil es so rumglitzert. Aber ich hätte es niemals gesehen. Komm ich da ran? Okay, ich komm ran. Wir warten jetzt, bis sie nochmal wegläuft. Immerhin guckt sie nicht um die Ecke. Bisschen Abstand. Oh, guck nicht, dass mein Hintern rausschaut. Oh Leute, ist es krass. Vor allem mit Kopfhörern. Ich höre richtig, wo sie ist. Okay, sie geht wieder.
come on! Das ist doch... Genau da, da, da! Komm her! Oh! So. Gasventilschlüssel. So, jetzt müssen wir nur noch hier raus. Ups, du hast den Key gestohlen. Gib ihn wieder her. Gib Psst. Ihn wieder her. Psst. D. Mach mir bloß nicht unnötig Angst hier. So. Here. This is the place. You need to find a way to turn this on. So, hier, hier, hier. Gas anmachen. Ist er an? Ja, es hört man ja, dass an ist. Okay, okay, okay. Da ist auch was. Korpus, brauche ich nicht. Ist da noch irgendwas? Okay. Ah, nicht jetzt, Brille. Ist da... Ah, Mann. Nein, ich suche Dokumente, dass wir auch wirklich alle Dokumente haben. Aber eigentlich müssten wir alle haben. Ja, ein paar fehlen eigentlich noch. Aber das würden wir ja hier sehen, irgendwie. Nee, hier ist nichts mehr. Fuck it! Wir gehen jetzt da durch. Das letzte Mal. Fuck it! Stirb! Stirb! It's gone. You can return to the grave now. Oh Gott. Ich wäre je mehr für Dokumente. Dokumenten! Oh. Zeitung. Roberts tot. Das hat man doch mit dem Schuss in. Oh, mir läuft der Schweiß runter. Ich muss mir erstmal hinhocken. Oh, oh, Bonneflip! Oh Gott. Ah, oh, wie ich zittere. Das ist Angst, das ist pure Adrenalin. Internet gerade leider wieder sehr im Keller. Oh nein, gerade hier jetzt. Sag. Oh ja. Ja, 25%. Ich hoffe, die guten Spots sind dabei, ey. Obala. Okay. Nochmal wieder gucken. Gut, aber wir gehen jetzt da runter. Wir beenden jetzt das Massaker hier. Wir müssen jetzt zum Aufzug. Und das ist, glaube ich, der Raum hier, ist ein Aufzug, den wir nutzen können, ja. Geh weg jetzt! Ist hier noch irgendwas? Nee. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Wir gehen jetzt hier runter. Das letzte Mal. Minus eins. Wir beenden das Ganze hier. Eine Folge. Okay. So, wir sind jetzt hier wieder in dem Raum. Müssen wir sie nur irgendwie weglocken.
Weil sie patrouilliert ja immer hier rum. Eine Flasche wäre nicht schlecht. Oder wir blitzdingsen sie. Ich hätte speichern sollen. Ja, wir speichern lieber nochmal. Was ist 2? Ich habe keine Lust zu failen. Oh, das ist dunkel. Ah, das ist zu. Das ist zu dunkel, das ist zu dunkel. Da will ich nicht rein. Nein, 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 hier. Wir gehen hier nochmal raus. Und speichern. Angstfunks, ja. Definitiv. So. Hier schön. Oh Gott! Oh Mann, ich habe mich gerade erschrocken. Ich habe gedacht, ich habe irgendwas gesehen. Irgendwas Cooles. Oh Gott, oh Gott. So, Part ist aufgefüllt. Geht da nicht noch ein bisschen mehr? Scheinbar nicht. Okay. Und was ist das? Warum? Der funktioniert. Der hat nie einmal funktioniert. Nie einmal. Okay. Warte. Sorge. Es wollte dich nur fressen. Die ja, nur. Am besten, wir nehmen was zum Ablenken gleich mal mit, wenn wir schon hier oben sind. Hier waren doch bestimmt irgendwo Flaschen. Da. Ganz viele. Wow. Damit kommen wir weiter. Und dann gucken wir, wie sie läuft. Okay. Nein! Hier ist die Flasche kaputt gegangen. Superklasse. Kann ich da? Nee. Die läuft ja immer hier so hin und her. Einmal nach da. Pass doch mal besser auf deine Sachen auf. Falsch! Falsch! Ganz ruhig. So. Geh zum Licht. Okay. Erst zu zerstören, bevor es zurückkommt. Okay. Gib mir das. Nimm die Schaufel. Foto machen. Oh. Stuhl nehmen. Nimm den Stuhl. Komm schon. Bei der Macht von Grayskull. Wohin? Oh, ja, L.A. Komm, auf jetzt! Ich bin kein Perversling! Samuel!
alles, aber nicht das. Mark Kent. Ach, das ist jetzt der Aufzug hier. Okay. Raus hier. So, you're the photographer. Welcome to Crazyville. Okay. Okay, okay, okay. Da geht's jetzt raus. Ihr kennt mich mal alle hier. Adam, Olaf, Granny und krude andere alten Gestalten. Ich hab die Nase voll von euch. Lebt wohl. Ich zünd die ganze Bude hier an. Hier geht's raus. Und wehe, das ist ein Trick. Ich sag euch, wehe, das ist ein Trick. Nicht mit mir. Ich komm zurück, Rachel, ich komm zurück. Und dann gehen wir zu McDonald's. Ich will mein Happy Meal. Chicken Nuggets. Und viel Soße. Dazu ein Schnitzel. Mit Spätzle. Käsespätzle. Oh. Nein, 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 nein. Du hast gesagt, ich darf gehen. Hinfort mit dir. Raus. Oh, oh. Nein, nein. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich auch nicht nach Spaß an. Spaß ist anders definiert. Alle haben eine Freude dran. Was ist jetzt? Oh, oh Gott, Gott, Gott! High five! Spiel abgeschlossen. Fortschritt 94. Wolf! Achievement! Sofort! Oh, jetzt weg, verdammt. Warte noch nicht, vielleicht kommt noch was. Okay, jetzt! Das ist ein guter Beweis. Wenn die Endcredits kommen, dann habe ich das Spiel geschafft. Jetzt kommt der Künstler aus ihm. Gut. Danke. So. Wir haben es geschafft. Holy moly, das war's. Oh. End new episode. End new episode. Mir läuft die ganze Schweißperlen runter. Wir haben es geschafft. Rev, The Afterlife, Oblivion. Nein, Rev, The Oblivion, Afterlife. Folge 18, quasi das, die letzte Folge. Nach 18 Folgen endlich geschafft. Adam, die alte Granny, Olaf, alle in den Rücken zu kehren. Aber nicht ganz, wir sind leider nicht raus, aber das ist mir egal. Endcrits zählen, wir haben es geschafft. Wir haben Cassandra in die Unterwelt zurückgebracht. Und ich bin gottfroh, mit einem weinenden und einem lachenden Auge dieses Spiel dir wohl zu sagen. Wir haben viel durchgemacht, viel geschrien, viel geweint. Na, geweint jetzt nicht, aber viel, viel geschrien, doppelt so oft. Und jetzt haben wir es geschafft. Raus aus der Dunkelheit, rein ins Helle. Platz für neue Projekte. Ich hoffe, ihr seid dabei und ich hoffe, euch hat es gefallen bis hierhin. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Aaron Fox. Fox out.
euch das Video gefallen, dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.